Eigentlich. Okay, alles klar. Dann habe ich das missverstanden. So, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen hier zum dritten Teil unserer 12 Stunden. In welcher Rennserie, Christoph? Och Mann, das ja, ist jetzt GT3 tief. Endurance International. International GT3 Endurance Multi-League Team Championship. Was ist da dran so schwer? Jung. So, okay. Kannst du mir nicht merken, aber wir haben eben ja was gesehen, Daniel Farmer gegen Stefan Karnitz. Also Karnitz, was soll man dazu sagen, er war quer und wird dann noch leicht touchiert. Dadurch hat er sich hier an der Stelle in der Kurve gedreht und das war der Führungskampf. Und Daniel Farmer hat Sven Dreier Lichthupe gegeben, obwohl es ein Positionskampf war und GP Racing wurde dafür ermahnt, weil sie sowas gemacht haben. Ja, ich hab's gelesen, ja. Es sind schon mehr, die das gemacht haben. Ich sag's nur immer dann, wenn ich es gerade sehe. Das ist jetzt nicht strafrelevant. Also euch droht jetzt keine Klage oder keine Anwaltsschrift. Gar schon über Anwalt. So weit ist es fast schon. Ja, gut, ich freue mich ja, wenn sie es zu ernst nehmen, wenn ich mal sowas sage, aber da haben wir wirklich andere Probleme als die Lichthupen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt unschön, wenn man da Lichthupe gibt. Gilt natürlich genauso für die anderen Teams, die das machen. Euch hat es nun gerade erwischt, da haben wir es gerade gesehen. So, okay. So, wir hatten jetzt eine ziemlich heiße Diskussion hier mit GRLXF und ich hoffe, dass wir das jetzt hier einigermaßen geklärt haben. Zumindest das Problem mit Achim Krause und Alex Rambo, dieser Disconnect, der war geklärt, weil die sind wirklich sehr spät erst gejoint. Also der Achim ist erst relativ spät dann aufgekommen, deswegen haben die so viel Zeit verloren. Sorry. Aber was noch nicht so hundertprozentig klar ist, ist die Situation um Threewide und da es hier um die Meisterschaft geht, müssen wir das nachher, wenn Marcel da ist, hoffe ich, dass wir da eine Lösung finden, wie wir das rausbekommen, was genau da passiert ist. Denn es ist schon richtig, dass die sehr, sehr schnell wieder da waren. Und wir haben eben gesehen, dass der Carsten Wilhelm eine Runde dazu bekommen hat. Und beim Rejoin bei ihm wieder wegnehmen mussten. Also von daher werden wir schauen, was da am Ende jetzt passiert, beziehungsweise was dort bei Marius Bert am Anfang passiert ist. Pennant Simracer GT3, Sascha Siegert jetzt bei uns im Interview. Hallo Sascha. Ja, schönen guten Tag zusammen. Sascha, von FFC auf Independence GT3 für immer oder jetzt nur fürs Rennen? Also jetzt erstmal vorläufig auf jeden Fall. Also jetzt FFC, da habe ich mich jetzt erstmal sozusagen von getrennt. Jetzt bin ich erstmal komplett bei Independence und da fahre ich jetzt auch erstmal, weil eigentlich war es so nie geplant, weil ein FRC hat sich ja mit gegründet quasi sozusagen und dann ist halt jetzt eigentlich so alles ziemlich verlaufen. Wir hätten gar kein Team mehr für den Nürburgring zusammengestellt bekommen. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann suche ich mir was anderes, ne? Und der Manuel hatte Anfang der Saison mir schon gesagt, so, die hätten gerne noch einen Fahrer dabei, dass sie dann halt noch ein Backup-Team gründen können. Und so ist das dann gekommen. Da passte dann eigentlich alles ziemlich gut und jetzt bin ich halt für Independence am Fahren. Und FRC fährt ja jetzt gar nicht mehr mit, weil ich auch sehr schade finde eigentlich. Ja, ansonsten, wie hast du dich ins Team ja so eingearbeitet? Ja, ich musste mich ja erstmal von dem B6 auf den Z4 umgewöhnen. Ich meine, im B6, da hast du ein bisschen mehr Sicht. Also die A-Säule beim Z4 ist wesentlich größer und nach links hin hast du eigentlich fast gar keine Sicht. Also von der Sicht her musste man sich ein bisschen umgewöhnen, aber vom Fahren her, sag ich mal, da hast du ein bisschen schnell drin. Und mit den Leuten kommst du auch zurecht. Ja, den Manuel und den Ronny, den kenne ich ja auch schon, ich sag mal 4 oder 5 Jahre. Den kenne ich schon seit der ersten Berlet Racing Tour. Da haben wir uns schon getroffen und am Nürburgring waren wir schon mal zusammen. Also der Kontakt, der bestand wohl schon immer. Aber dann halt, da sind wir noch nie zusammen im Team gefahren. Also du fährst mit Andreas Leikam und Manuel Hähne in ein Team. Ja genau, jetzt fahren wir da zusammen. Und bis jetzt lief eigentlich auch alles ganz gut. Also wir sind echt gut vorangekommen, haben auch super trainiert und hier der Sebastian Röhner ist ja echt ein Setup-Freak, ne? Der hat da so viel ausgerechnet und da passt wie echt Hammer ist das. Also das Setup ist gut, wir kommen mit der Boxenstrategie, wir können immer so 2-3 Runden locker mehr fahren wie die anderen.
Das ist schon echt gut. Was ist eure, in Anführungsstrichen, Strategie? Einfach nur Reifen drauf volltanken oder wie? Ja, genau. Einmal Reifen volltanken und dann so weit fahren wie möglich. Halt immer sehen, schönen Sprit sparen, wenn es geht. Dass wir nachher am Ende dann einen Stop vielleicht weniger haben wie die anderen. Wir müssen mal eben kurz gucken, denn Faber soll einen Unfall oder Ausritt gehabt haben. Bist du schon im Replay? Nee, jetzt bin ich im Replay, schauen wir mal. Aber wir sehen übrigens, es wird jetzt auch schon dämmerig, so langsam. Ja. Aber Maxchen ist auf jeden Fall auch vorbei, aber ich... Okay, schon zu lange her, oder? Ja, jetzt an der Stelle. Wieder das... So, wir sind dann wieder live. Oh. Ja. Also ich habe die beiden, wir hatten die ganze Zeit jetzt hier im Blick. Ich habe da eigentlich nichts gesehen und dieses Zurückspulen, sorry, das ist so... Also, mal kurz, ist ja okay. Du hast uns so spät angeschrieben, Andreas. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht den Vorfall mit Olster meinte. Nee, muss jetzt eigentlich aktuell gewesen sein. Okay. Wir gucken mal, naja, also die Rundenzeit ist eine 2:26, also jetzt weiß ich nicht, ob das die letzte Runde war, das ja mit Olster, glaube, ne? Nee, ist schon länger her, oder? Ist schon vor 2-3 Runden her, mit Faber und Olster. Ja. So kann es. Ja, das war nicht ganz ersichtlich, ob es abschießen ist oder durch einen Quersteher und dann so gesehen leicht getroffen. Mhm. Das waren da ein gütige Dreher, also Kahnitz war quer in der Kurve, das hat man in der Lenkbewegung gesehen. Ja. Dann gab es hier an der Stelle den leichten Schubser noch. Ganz, ganz leicht, so wie es aussah und ja. Damit war dann das Führungsduell dann auch hin. Aber das ist jetzt hier Kampf um Position 2. Niklas Markschin, RML Racing Team 1 gegen Daniel Faber, 3 Ride Motorsport. Na, die sind ja auch richtig gut unterwegs, ne? Der Niklas Markschin, den hätte ich auch nicht mal so weit vorne erwartet. Vor allem nach der Strafe. Die haben ja immerhin schon einen Rennen gewonnen, also, ne? Die haben ja Eastern Creek gewonnen. Ja, aber ich glaube, Daytona waren ja nicht so beragend, ne? Nö, da hatten sie 40 Kilo im Auto. Genau. Ja gut, okay. Alles klar. Und jetzt die Strafversetzung, beziehungsweise gestern Nacht noch durch die Race Control. Von Position 6 auf 11. Ja, das mit den blauen Flaggen und so, also das Überrunden und so, da klappt jetzt echt super. Da möchte ich auch nochmal ein Lob an alle aktiven Fahrer, die da jetzt fahren, aussprechen. Also da klappt jetzt echt super. Da blinkst du einmal kurz auf, wissen die Bescheid, dann fahren die in der nächsten Kurve links rüber und dann... Also ist echt super, so jetzt wie das ist. Ja, ich habe den Eindruck, hatte ich tatsächlich auch. Also wir sehen hier ja jetzt die blauen Flaggen ziemlich deutlich im Scoring. Und ja, also länger als 10 Sekunden habe ich hier eigentlich selten eine blaue Flagge stehen sehen. Also das geht relativ zügig dann. Ja, momentan sieht es aber so aus, als ob Niklas Markschin da ein bisschen wegfahren kann. Also auch von den Rundenzeiten her, so knappe halbe Sekunde ist er schneller. 4 Zehntel. So, und wenn wir das jetzt mal sehen, Sebastian Rhön fährt 3:203:022, nochmal eine halbe Sekunde schneller. Auch eine halbe Sekunde schneller als Daniel Faber. Das heißt, auch da ist zu befürchten, dass Independence da relativ zügig hinfährt. Ach, jetzt freue ich mich schon wieder auf die Auswertereien. Ja, Sascha, fang an, wo soll's hingehen?
Ja, also, ja, wir hatten uns eigentlich gar kein Ziel gesetzt. Wir sind einfach so jetzt so gerade mal alle so neu zusammen. Ich sag mal, der Andreas Leitkamp ist jetzt neu dabei und ja, ich bin jetzt auch neu dabei. Und dann haben wir jetzt gesagt, erstmal schön fahren. Ja, klar, wir hatten gesagt, Top 5 wäre schon super, wenn das klappen würde. Aber ein Stint hatte ich dabei, also meinen dritten. Ich bin drei Stints hintereinander gefahren. Hatte ich eine kleine Kollision mit dem Piccolo und dann war das Auto die ganze Zeit so krumm und dann hatte ich den Tank noch fast voll. Und dann bin ich die ganze Zeit so 2,4, 2,5er Runden gefahren und habe ich so ein bisschen wieder was draufgejagt. Aber mal sehen, also das Rennen ist noch lang. Ich denke mal so 6., 7., so um den Dreh, da könnten wir wohl schaffen. Ja. Ja, da drücke ich euch mal ganz doll die Daumen, dass das klappt. Und ja, wie gesagt, das Team, das Dreierteam, wo sind die jetzt hier momentan? Das Einser-Team, die hat es wieder etwas. Die waren ja eigentlich auch schon auf Platz 14, 15 vor. Jetzt sind sie wieder auf Platz 22. Ja, was da jetzt war, da habe ich auch so noch nicht mitbekommen. Also wir hatten die auch gerade eben überrundet. Da hatte ich noch zum Schluss mitbekommen. Aber die jetzt an der Pappe, der ist ja der, den Start gefahren und der ist eigentlich recht gut gefahren. Also den hatte ich einmal eine ganze Zeit lang hinter mir. Die waren, der David war extrem gut unterwegs, ja. Und das mit dem Porsche, ne? Also Hut ab, ey. Bin den ja auch mal immer probeweise gefahren und also der ist auf jeden Fall ein bisschen, sag ich mal, anders zu fahren. Ja, ist richtig. Aber was glaubst du, Sascha, warum außer euer Team den Porsche nimmt und kein anderes Team? Ja, weil er so scheiße zu fahren ist. Ja. Also ich bin jetzt noch nicht selber gefahren. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwie vom Radstand irgendwie was Verschiedenes gibt. Porsche Disconnect kriege ich jetzt von Matthias Weber geschrieben und das stimmt auch. Das ist, ja, das ist zufällig auch der Porsche gewesen, wovon wir gesprochen haben. Ich glaube, wir haben Voodoo. Nicht wir. Christoph, Ich? nicht wir. Ich? Verdammt. Das war jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal, ne? Ich glaube sogar das dritte Mal heute. Verdammt! Dass es noch Strafen gegen den Kommentator gibt. Naja, also du solltest dich jetzt mal über die Zuverlässigkeit der Teams jetzt ein bisschen zurückhalten. Überlass das mir mal. Und dann schmieren sie bei dir alle ab, Genau. So, jetzt gab es wieder gerade einen Mörderleck. Das heißt, da ist gerade jemand wieder raufgejoint. Nehme ich der Andreas Rorschach? Ja, wahrscheinlich. Na gut, ich werde dann mal wieder zu meinem Team gehen, weil ich fahre wahrscheinlich gleich den nächsten Stint und dann komme ich vielleicht später nochmal vorbei. Ja. Also die sind jetzt trotz Rejoins, der ist wieder auf dem Server und fährt jetzt auch gleich wieder. Wird wahrscheinlich gerade aus der Boxengasse kommen. Haben sie keinen Platz verloren. Das bedeutet tatsächlich. Sie haben hier, wir haben hier das, ja, wir haben hier zwei unterschiedliche Situationen, das müssen wir definitiv geklärt kriegen. Ah, da machst du schon, da passt schon immer. Naja, mal gucken. Ne? Das ist, das, weißt du, dieses Plugin macht unheimlich viel Spaß, wenn man sieht, wenn das Rennen vorbei ist und du siehst, du hast vielleicht drei, vier Ausfälle und der Rest ist durchgefahren. Da ist richtig cool. Aber wenn du auch schon weißt, dass du wieder irgendwie 6, 7 Stunden damit verbringst, das Rennen auszuwerten, Ja, okay. dann verfliegt diese Freude wieder. Ja. Also, naja, wir werden mal sehen. Also, ohne das Plugin kann ich mir ein 12, 24-Stunden-Rennen nicht mehr vorstellen. Aber ein bisschen mehr Komfort wird dann schon noch kommen irgendwann. Ja, er steckt ja auch alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Können ja schon froh sein, dass wir echt so ein Plugin haben, weil sonst bist du dann ein Disconnect und tschüss, ne? Ist die ganze Vorbereitung hin. No. Ja, gut, ey, dann sag ich mal bis später. Ja, alles klar, Sascha. Grüß alle da oben und ja, gib Gas, ne? Jo, alles klar, danke. Ja, Lutzen, dir guten Appetit. Sorry, geht nicht anders, weil sonst breche ich hier zusammen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, ich habe in meiner Abwesenheit auch mal was Süßes geholt. Ich klappe schon immer das Mikrofon hoch, wenn es irgendwie geht, aber wenn ich natürlich laufend was gefragt werde,
Gut, ich muss mir jetzt dann auch nicht unbedingt das Essen im Mund stecken, das ist schon auch richtig, aber ich habe so einen Heißhunger, ich, ja. Wir hatten ja von deinem Kaffeekonsum angesprochen, wie sieht's mit deinem Zigarettenkonsum aus? Das meinte ich mit, ich muss ständig Fragen beantworten. Ach so. Moment. Deutlich weniger geworden. Deutlich weniger geworden. Also ich versuche lediglich die Sucht zu befriedigen, also nicht mehr aus Langeweile zu rauchen. Und das sind schon 2/3 des täglichen Zigarettenkonsums, die du einsparst. Und ja, so, wollen wir mal hier gucken, ob hier noch irgendwie auch andere Autos fahren. Die sind jetzt hier gerade aus der Box gekommen. Immer wenn dieses Schild hier angezeigt wird, dann ist dieses Team gerade eben aus der Box gekommen. Genau, und wenn die Zeiten laufen, dann ist es aber nicht Stefan Karnitz. Ja, ist das an der Box? Dann gehen die Nummern auch schon wieder nicht. Weil du ihn immer ausmachst, mein lieber Freund. Ich mach gar nichts. Klar, ja, wenn er bei mir auf einmal nicht mehr geht. Klar, wenn du zurückspulst und da ums Auto rum, dann machst du ihn ja meistens aus. Ne? Meiner war jetzt an. Jetzt ist er aus, oder was? Nee, er ist immer noch an. Die Lampe leuchtet. Ja, du bist ein bisschen Schlawiner. Ja. So, naja gut, okay. Anders kennst du mich auch nicht. Mal sehen. So, Gaps. Irgendwo sollte es knapp sein und das ist es bei Carsten Fischer mal wieder. Der ist nämlich wieder auf der Strecke. Und ich meine, wir haben da so ein bisschen was gesehen, genau. Und der ist nämlich hinter dem LSF Audi von Dennis Erner. Und ja, der Dennis hier doch recht erfolgreich in die Serie gestartet. Er fährt ja auch im GT3 Cup auf Simrace.net und fährt auch bei Jens Burkhardt in der Race Day Speed Association. Und überall ganz gut dabei. Und ja, werden wir mal schauen, was er hier reisen kann. Momentan würde er sich erstmal gegen Carsten Fischer, mein Gott, so viel Carsten hier. Ja, gegen Carsten Fischer wehren müssen. Aber bei unserem Motorsport ist jetzt der Carsten Hoffmann im Auto. Die müssen ja nur mit einem Fahrer weniger auskommen, weil der irgendwie es nicht in die Reihe gekriegt hat, Airfactor zu installieren oder was auch immer. Jetzt kommen die gerade in die Box. So, Alex Rambo ist auch wieder im Auto. Wollen wir hoffen, dass die Verbindung jetzt hält, dass er hier nicht nochmal ein Disconnect fabriziert, weil das war schon sehr, sehr ärgerlich. So, da war auch die Frage von Jörg Lang, also vom Gesamtteamchef. Ne, da muss man ja schon, das ist ja schon fast ein Firmenkonstrukt, was die da bilden. Ja, da kam halt die Frage, wie es denn sein kann, dass die fast 2 Runden verlieren. Und dann haben wir halt gesehen, dass die schon 1 Minute 40 gebraucht haben, nur fürs Rejoin. Also, ja. Und dann passiert sowas natürlich. Da sollten dann alle Fragen geklärt sein. Ja. So. Ja, das ist schon alles nicht so einfach.
So, wie weit hat er denn jetzt, wo fährt er denn überhaupt der Herr Rambo? Momentan auf Position 15. Also die haben sich schon wieder zwei, drei Plätze vorgearbeitet. Ich glaube, die waren auf 17 oder 18 sind die rausgekommen. Und ich sehe bei RSR und auch bei RML, Team 1, sind schon die sechsten Boxenstopps in Gange gewesen. Also die sind schon mit dem sechsten Boxenstopp durch. Das heißt, die anderen ziehen jetzt erst nach. Das wiederum könnte natürlich darauf hinweisen, dass RSR, wenn die jetzt schon so zeitig waren mit ihrem Boxenstopp, die sind nur 15 Sekunden hinter RML und auch nur ja, knapp 30 Sekunden hinter GAL XF3, dann könnte das natürlich ein Hinweis darauf sein, dass die jetzt vielleicht sich strategisch umgestellt haben oder irgendwie schneller gefahren sind, keine Ahnung. Aber die würden bestimmt zwei, drei Plätze gut machen jetzt, wenn die Boxenstopps durch sind. Ich muss jetzt aber ehrlich gestehen, ich habe nicht ganz im Blick, wo die jetzt vor ihrem Boxenstopp fuhren. Aber da müssen sie ja ziemlich weit vorne gewesen sein. Oder sind die eine Runde zurück? Das möchte ich gerade gar nicht Nee. beantworten. Nee, die sind keine Runde zurück. Nein. So, die 12 mal schauen. Der ist jetzt durch. So, Ivanov fährt jetzt hier für Wedgwood. So, und es wird dämmerig. Also wird es dann doch so gegen 6:30 dunkel, so wie ich das ursprünglich angenommen hatte. Ich meine, ich hätte das mal getestet gehabt. Vorfeld. Also die ersten fahren jetzt schon hier mit Licht. Genau. Und dann sind alle bis Platz 9 noch innerhalb einer Runde. Ups, was ist jetzt passiert? Meine Maus. Hier. So, und hier haben wir das Duell. Dennis Erner gegen Carsten Fischer. Wobei die aber ziemlich bis auf 3 Zehntel Unterschied identische Rundenzeiten hier fahren. So, GAL XF3 ist jetzt in der Box. Okay. Gut, dann hat sich auch das Problem oder das Rätsel um das schnelle Zurückkommen von Three Ride Motorsports nach 33 Minuten, der erste Disconnect, erklärt. Die sind nicht in der Box, sind im Sektor 1, der, nee, Garage, nee, Moment, nee, stimmt auch nicht. Jedenfalls haben die nur insgesamt eine Sekunde gebraucht für den Rejoin. Also das kann nicht sein. Ja, aber wohl mehr als Speed.
Nee, einen anderen Grund. Gut, ich hab's raus. Muss ich nachher mit Marcel besprechen, was wir da machen, was da passiert ist, was jetzt das Plugin da genau gemacht hat. Und zwar hatte der Marius Bert zwei Disconnects. Einmal bei 32.09 und einmal bei 33.02. Das war nämlich die Zeit, in der er da irgendwo durch die Gegend geworbt ist. Und die Zeit ihm nicht abgezogen worden, die er da gebraucht hat, von 32.09 bis 33.02. Also da fehlt fast eine Minute, 56 Sekunden. 53 Sekunden, so. Ja. So. Okay. Das hätten wir erstmal gelöst, soweit. Das Problem. Schön, dass es die Logfiles gibt. Andy Rojak mit ebenfalls einem Disconnect vor kurzem. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Und hier haben wir die Jungs von Dock Racing. Droids on Car. Und hier das Team von Online Motorsport mit Martin Rössler im Moment. Der hat das Auto jetzt gerade übernommen von Carsten Hoffmann. Und da wird hier fein Platz gemacht. So funktioniert das. Leute, astrein. Und hier haben wir wieder unsere, ja, Checkered Flag Corvette. Momentan mit unserem Programmierer Marcel Offermanns. Er leitet auch die Rennserie bei Race Department, die Le Mans Rennserie für diese Saison. Weil ich sehr staune, denn Race Department wollte eigentlich mit R-Faktor 1 keine Langstreckenrennen mehr veranstalten, nach dem Desaster auf der Nordschleife. Ja, Marcel, danke für die Lichthupe. Ich gehe mal davon aus, dass gesagt wurde, dass du zu sehen bist. Und wir wollen doch mal sehen, ob du überhaupt kompetent bist, sowas zu programmieren, ob du überhaupt weißt, was du hier tust im Sim Racing. Falls ihr das jetzt gehört habt, ihr Lieben von Sim Racing for Holland, und das auch noch verstanden habt, dann übersetzt ihm das jetzt oder sagt ihm das jetzt bitte nicht. Nicht, dass er noch zu sehr lachen muss. Also wenn er sich gleich dreht, dann... Ja. Sehr lustig hier. Ich weiß nicht, ob ihr das Auto kennt. Sagt dir der Skin was hier? Ja, Wahrscheinlich Bridgewood, nicht. cool. Ja, aber der Skin, der orange mit der 01 auf der Tür. Du eigentlich zu Irgendwas jung mit dafür, um das Basketball? wissen zu. Bitte? Irgendwas mit Basketball eventuell? Nee. Es gab mal eine Fernsehserie in den 80ern, 70er, 80er Jahren. Die nannte sich General Lee. Das war ein Auto, ich weiß nicht mehr genau, Dodge Charger oder irgend sowas. Oder Camaro, ich weiß es nicht mehr genau. Amerikanische Serie. Und die haben dann immer so ganz wilde Stunts mit ihrem Auto gefahren. Und es war sehr kultig, diese Serie damals. Und ja, das Auto war orange und hatte diese 01 auf der Tür. Ja. So, dann haben wir hier den Ulrich Neuting. Bei Racing Association.
Ja, ich muss sagen, der Audi sieht schon sehr beeindruckend aus mit dieser Lichterflut da, mit diesem Tannenbaum da vorne dran. Der Christbaumbeleuchtung. Wir sind ja laut dem offiziellen 24H Nürburgring-Reglement ja nur noch 6 Leuchten erlaubt. Ehrlich? Ja gut, das Tagfahrlicht wird ja nicht dazu zählen, oder? Nee, nur die Lichter, die so am Auto dran sind. Also Ja. vorne. Weil es gab mal Zeiten, da hat die Chrysler Viper DS-R bis zu 10 solche Dinger gehabt. Ja, und was soll man sagen? Ja, es war dann so wie Rallye fahren, ne? Ja, so ungefähr vom Lichtkegel her. Und das sah auch ganz kurios manchmal aus bei diesen Fahrzeugen. Also da sind Muster entstanden. Je, oh je. So, jetzt hier ein schönes Manöver von zwischen VE Racing und Dock Racing. So, und jetzt müssen sie irgendwie, ja, jetzt war er definitiv auf der besseren Linie. Herr Samboris, jetzt durch. Das ist aber nicht Ulrich Nolting. Nee, das ist der Jan. Oh, hatten wir schon wieder ein Disconnect? Nee, also jetzt aktuell gerade kein. Ja, irgendwas ist jetzt gejoint gerade. Gucken mal, Daniel Schüch. Has entered the game. Wollen wir mal hoffen, dass er seinen Teamkollegen nicht vom Bock gestoßen hat. Ah, Christian Lehmann ist im Support-Channel, vielleicht. Jupp. Schüch. Schüch. So, Moment. Genau. Jetzt geht supporten. Ich bin mal wieder alleine und wir sind hier bei Letsport Racing drauf. Das ist aber nicht das richtige Auto. So, Daniel Faber ist jetzt übrigens an der Box. Auf Position 2. Was macht da der Fahrer? Ist ja ganz komisch, was er da macht. Das schauen wir uns mal im Replay an. Da ist Begriff, lässt schön Platz und dann. Ah, kommt eine ganze Fahrzeug. So kann man natürlich auch machen, eine ganze Fahrzeugkolonie in einen Ruck vorbeilassen. Man bleibt fast stehen. Okay. So, ich darf jetzt hier nichts machen.
zumal ja aktuell Abstände so alle in 2 Minuten, 2 Minuten, Entschuldigung, 2 Sekunden Bereich. So, okay, ich muss hier mal, es wird jetzt mal wieder ein bisschen ruckeln. Weil ich muss hier bei den Herrschaften was die sind schon raus hier. So, der englische Stream macht jetzt mal gerade ein bisschen, zeigt mal ein bisschen Flyer. Und wir wollen mal hoffen. Ah, okay. Christoph, du kannst ruhig noch ein bisschen was erzählen, wenn du möchtest. Ja, ich habe gedacht, du sitzt nebenbei, von da habe ich nichts gesagt. Ja, ansonsten, ja, aktuell gar nichts zu erzählen, aber das, nee, ist nur richtig, wie du schon eben sagtest, dass SimRace TV Englisch jetzt auch disconnected ist. Ja, 7 Runden. Übrigens, ja, wir haben eine. Ja, was die immer machen, verstehe ich echt nicht. Die überholen uns jedes Mal. Irgendwie fahren die mit dem Auto, glaube ich. Ich weiß aber nicht warum. Also. Ja. Oder nee, warte mal einen Moment. So, Marius Bert fährt übrigens wieder für Three Ride und Daniel Faber ist im Support Channel. Aber der muss ich jetzt mal gerade einen kleinen Augenblick gedulden. Ja. Ich komm sofort. Also nicht weglaufen. Ja. Was ist das denn hier? Das ist ja kein Wunder. Ja, ansonsten Zweikämpfe mäßig. Ja. Nö, also von Zweikämpfen her hält sich das momentan etwas übersichtlich. Ja, Maximilian Melamed ist eine halbe Sekunde dran an Marius Bert oder wahrscheinlich gerade Marius Bert da vorbeigegangen. Muss man schauen. Das meinte ich auch gerade, den Zweikampf. Ansonsten alles so über eine Sekunde. Oder respektive 2. Hä? Wieso stehen die hier alle in der Box? Weil du auf Testtag gegangen bist, BZWM-Wochenende. Du bist also gar nicht auf dem Server drauf. Lustig. Schön. Da ist jetzt ein Schreck gekommen. Ja, jetzt habe ich einen Mörderschreck gekriegt, ja. Ja, die Fahrer haben gedacht, naja, komm. Stellen wir uns alle schön in der Box hin, ne? Nein, nein. Also Lutz ist nebenbei noch am englischen Stream am basteln und ich sehe es ja auch nebenbei. Und ja. Kann ja mal passieren.
So. So, jetzt hört es auf bei uns zu ruckeln. Ich gehe mal ganz kurz hoch zu Daniel Faber. Genau. Ja, aktuell an der Box Siegfried Kirchhoff, RPM auf 15. Also ich würde mal sagen, dadurch, dass Lot jetzt gerade Support macht, machen wir mal Reihenfolge. Also es sind noch 6 Stunden, 22 Minuten und 50 Sekunden zu fahren und es sieht wie folgt aus. Einmal kurz räuspern nochmal. Entschuldigung. So. Independent Sim Racer GT2. Sebastian Rhön führt mit 23,5 Sekunden vor GP Racing und Sven Dreier aktuell. Platz Nummer 3. Oyster Racing Team 2 mit Michael Reiter wieder am Steuer. Vor Robin Hasse, ML Racing Team 1. RSR Gaming Team 1. Luigi Rosso auf Position 5. Auf der 6. Mario Bert, Freeride Motorsport. Auf der 7 GRL XF Racing 1 Maximilian Melamed. Unseren lustigen Österreicher. Auf der 8 Independent Sim Racer GT3 Andreas Leikam. Auf der 9 GRL X Factor Racing 3 Jörg Vogel. Auf der 10 Roman Ivanov Witchwood. Auf der 11 GRL XF Racing 2 Alex Rambo. Auf der 12 Willcraft Bindestrich GTA 30 Dirk Suda aktuell am Steuer. 13. Position Racing Association Team 2 Matthias Weber da am Steuer. Auf der 14. Position RML Racing Team 3 Thorsten Schwertfeger. 15. Position LSF Racer Dennis Erner. 16 RTM Racing Siegfried Kirchhoff. 17. Position das zweite Team von RML Daniel Schüch. Position 17. 18 Martin Rössler online-motorsport.com. 19 Sim Racing Fallen Marcel Offermann. 20. Position Racing Association Team 1 Ulrich Nulting. 21. Position SRC und SKS Fahrgemeinschaft Team 2 Markus Müller. 22. Position Witchwood Cool mit den Johnny Colo. 23. Position Andreas Rojak Independent Sim Racer GT1 mit Disconnect. 24. Position Martin Reinheimer Dog Racing. 25. Position VE Racing mit dem Hasan Boris. 26. Flatsport Racing Jan Uribis. Und schon nicht mehr dabei im Rennen The Broadcast Team Nico de Konnick und Lazy Man Racing mit den Mick. Claridge. Das sind sie also. Die aktuelle Standing. 6 Stunden, 19 Minuten noch zu fahren. 17.53 Uhr haben wir es. Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Christoph Weber, immer noch. Und mit mir kommentiert der Lutz Enger. Der kommt gleich wieder. Aber wir haben jetzt hier erstmal den Kampf um Position 2. Sven Dreier gegen Michael Reiter. Aber das wird sich schnell ausgehen, denn Sven Dreier war noch nicht an der Box.
Also, hoffen wir es doch mal. Aber da gibt es die Lichthupe als Zeichen, ich fahre in die Box hinein, so gehört sich das auch. Wenn Dreier verschwindet, damit in die Box und damit Michael Reiter auf Position 2. Beziehungsweise auf Position 1, da Sebastian Rhön ebenfalls an der Box ist. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr den Livestream denn so aktuell findet. Oder was wir jetzt noch während des Rennens verbessern könnten. Konstruktive Kritik nehmen wir immer gerne an. Also könnt ihr mir ruhig per Text, Chat oder in Skype, Facebook und oder hier in Teamspeak, keine Ahnung, sucht euch was aus, wo ihr mich habt. So, hier geht's aber richtig zur Sache mit Max Miller mit und Marius Baird. Da gab's schon Wildlicht übereinander, haben wir noch RSR Gaming und X-Factor 2. Ist das jetzt hier ein Vierkampf oder sind zwei... So, jetzt habe ich wieder ein Bild. Kurze Zeit habe ich nichts gesehen. Habe ich irgendwas verpasst? Nein. Jetzt gibt der Marius Baird Lichthupe. Wieso? Das ist ein Zweikampf. Die ersten 9 waren an der Box. Haben 6 Boxen Stuff. Dahinter RSR. Das ist aber eine Entrundung. Wäre das denn für den Alex Rambo? Aber es geht hier hauptsächlich um Max Millermaid und Marius Baird, Kampf um die dritte Position ist das hier. Da sind wir echt gespannt, für wen sich es hier ausgeht. Marius Baird saß ja schon eine halbe Ewigkeit. Er saß ja fast 75% des Rennens im Auto. Also Respekt. Und irgendwann ist es wirklich so, da hat man dann dieses Déjà-vu-Moment, da denkt man sich, habe ich die nicht schon eigentlich gerade überholt oder ist es schon wieder so weit? Das haben einige in Le Mans bestätigt oder gesagt und auf der Nordschleife. Und ja, Max Millermaid im Audi, da geht's um die Meisterschaft, wir bedenken es. Lutz hat durchgerechnet, wenn die gewinnt, dann wird's dann am 20. bzw. vom 19. bis 21. April, ja, ein Vierkampf in der Meisterschaft. Und das sind zwei Titelaspiranten. Und wir sehen es, es wird so langsam immer dämmerig. Und das ist die Zeit von Max Millermaid, wenn es dunkel wird. Fahren wir mal im Cockpit mit von Marius Baird. Aber es reicht noch nicht.
Ansicht von hinten, Max Mellermeld. Also wenn die Zeit da stimmt, dann fährt Max aktuell absolut schnellste Rundenzeiten. Haben wir mal Max 201,96 seine letzte Runde. Also im Vergleich mal fährt 201,986. Also das ist hier richtig, richtig spannend. Und das um Punkt 18 Uhr. 6 Stunden 13 Minuten sind noch zu fahren. Ich glaub's nicht. Kampf um die dritte Position und ja, in der Stimme, was du da ausgerechnet hast, Lutz, was ich mal denke, wenn es jetzt eventuell einen Angriff gibt. Ah, Max bleibt innen, aber stecht Marius da innen drin rein. Er setzt sich auf jeden Fall daneben, leichte Tuschierung, hoffentlich geht das gut. Das geht gut bei den beiden, da bin ich mir sehr sicher. Upsala, ja, das hat wahrscheinlich jetzt die Zehntel gekostet, die aber am Ende jetzt fehlt. Nee, aber Mellermeld fährt auch über den Abweiser. Aber da macht er die Tür zu. Aber wieso Lichthupe? Also ich verstehe es ja nicht so richtig bei Mario. Das verstehe ich auch nicht so ganz, warum man das macht. Aber ich habe hier, ich muss noch mal ganz kurz, oder sagen wir mal so, meistens hört ja jemand zu vom Team Braundeck. Ich möchte dann bitten, wenn einer von euch frei ist, mich mal anzustupsen. Ich möchte euch gerne mal im Support-Channel gesprochen haben. Oh, das hört sich nicht gut an. Aber was sich fürs Team 3Ride Motorsport ebenfalls nicht gut anhört, dass er noch nicht vorbei ist an Max Mellermeld, aber auch nochmal für Lutz, jetzt beginnt Max Zeit eigentlich, wenn es duster wird, wenn es kälter wird. Ich gehe da mal eben hin. Ja. Sven hat schon geantwortet. Hier sehen wir es, also hier geht es wirklich zur Sache, wir schauen uns nochmal die letzten Rundenzeiten an. 202477 Max Mellermeld, 202245 für Marius Bett, aber wir haben gesehen, es gab auch ein paar Überrundungen. Nach unten verändert. Aber wir sehen, so langsam kann er sich ablösen.
jetzt kommt der Marius aber wieder dran. So. Die beiden haben sich noch nicht ausgekäst im Kampf um Position 3. So, back, be back. War es was Schlimmes? Puh. Machen wir nicht öffentlich. Okay. Okay. Ich komme gleich wieder los, denn ich habe unseren unabhängigen Zuschauer zum Interview und den will ich kurz einweisen. Ah, okay, alles klar. Ja, ich übernehme das mal hier so ganz kurz. Und das ist sicherlich die Moderation heute ohne den Christoph wäre das gar nicht möglich. Wir müssen wirklich mal sehen, dass wir entweder hier jemanden anders finden, der für mich den deutschen Broadcast macht, sodass ich mich wirklich um den Support kümmern kann oder halt Supporter finden, die sich hier ausreichend mit der Thematik beschäftigen. Das ist dann wird das, ist das sicherlich etwas einfacher. So, mein Kater da draußen wird wuschig. Und weil der ist schon eine halbe Stunde über seine Abendbrotzeit. Aber hier ist es zu spannend, von daher, Herr Carter, er möge warten. Genau. Ja. So, das ist wie gesagt das Duell zwischen um Platz 3 zwischen Marius Berth und Maximilian Melamed. Wenn wir uns mal die Rundenzeiten angucken, die beiden fahren, 2017, 2019, da weiß man, was geht. Also das ist hier wirklich die Spitze, die, also sehr viel schneller kann man hier im Rennen, glaube ich, nicht fahren. Wenn man hier vielleicht ganz, ganz viel Glück hat, geht eventuell mal eine Zeit unter 2.01, aber die schnellste, die ich hier sehe, ist bei Allstar mit 2.01.010, wenn ich das hier richtig sehe. Ansonsten sehe ich hier eigentlich keine Zeiten, die darunter liegen. Und das will dann schon was heißen, wenn die im Zweikampf hier 201er Zeiten fahren. Ja, nicht schlecht das Ganze hier. Marius Berth versucht alles. Aber was soll er machen? Die Strecke bietet nun mal nicht allzu viele Möglichkeiten, sich auf klassische Art und Weise vorbeizubremsen. So, und so wie ich das sehe, hat Independence GT1 das Auto auch abgestellt. Und nach dem zweiten Disconnect. Und somit haben wir bis jetzt drei Ausfälle. Broadcast Team, Lazy Man Racing und Independence GT1. So, Melamed jetzt mit einem kleinen Vorsprung
So, ja, 06 bis 08, so in den. Ja, wohl, jetzt ist Bert auch schon wieder ran. Ja, was soll man sagen? Tolles Duell. Das ist auch das Engste, was wir hier momentan haben auf der Strecke. Deswegen bleiben wir da noch ein bisschen. Luigi Russo ist lediglich 1,5 Sekunden hinter Ronnie Hähnel. Allerdings, wenn man sich so die Rundenzeiten anguckt, ist Hähnel deutlich schneller. Also, ich gehe mal davon aus, dass der Mann gerade eben da vorbeigegangen ist. Wir das nur nicht gesehen haben. So, gucken wir uns das Ganze mal hier aus dem Cockpit an. Ja, da gibt es nicht wirklich einen Weg vorbei hier für Miles Baird. Er ist dran, aber ja, wie vorbeikommen? So, wenn ich das richtig sehe, hat Simracing for Holland die 20er Plätze verlassen, fahren jetzt auf Platz 19. Also auch da geht es ein bisschen vorwärts. Momentan so die schnellsten auf der Strecke, die beiden hier. Ganz vorne Micha Reiter fährt niedrige Dreierzeiten, 2, 3, 1. Aber ja, gut, wie gesagt, hier die Jungs Marius Bert und Maximilian Melamed deutlich schneller unterwegs. Halbe Sekunde, über eine halbe Sekunde schneller. Ronnie Hähnel mit 2,022 tatsächlich. Sogar noch einen Ticken schneller als die beiden, die hier natürlich auch im Zweikampf sicherlich auch noch Zeit liegen lassen. Also Ronnie Hähnel hier im letzten Umlauf definitiv der schnellste. So, und wenn ich das richtig sehe, sind auch. Nee, noch nicht ganz. GAL XF2 ist noch nicht wieder in den Top 10, aber Team 1 ist auf Platz 3. Klar, da sehen wir gerade den Zweikampf. Team. Moment, wo waren wir jetzt? Bei GAL, genau. Team 3 ist auf Platz 8 und auf Platz 12 dann das Team 2.
Ja, und die fahren hier nach wie vor so, als hätten sie eine Abschleppstange zwischen sich montiert. So, und ich glaube, da hinten wird es richtig spannend. Da gehen wir jetzt mal hin. Genau, hier sind die beiden Meisterschaftskontrahenten. Rodney Hill bzw. Independent Sim Racer GT2 und dahinter, allerdings mit rundem Rückstand, würde ich behaupten, das Team von Wedgwood mit dem Roman Ivanov momentan am Steuer. Ja, da liegt eine Runde zwischen den beiden. Aber trotzdem mal schön zu sehen. Wieder die zwei in einem Bild. Sim Racing for Holland ist dann wieder rausgerutscht aus den Top 19. Ist wieder auf Platz 20. So, und dann gehen wir mal wieder gucken. Marius Baert fährt nach wie vor hinter Maximilian Melamed und nach wie vor in diesem Abstand. Also es ist, ich weiß es nicht, ob das tatsächlich Sinn macht, hier zu pushen ohne Ende. Vielleicht haben die sich auch schon so ein bisschen arrangiert. Und sagt, ja, okay, ich fahre jetzt hinter dir, nutze deinen Windschatten, aber ich greife dich nicht an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt hier während des Rennens miteinander reden. Aber beide sind natürlich erfahrene Teams und die wissen, dass wenn sie sich jetzt hier auf Teufel komm raus kriegen oder hier jeden Meter fighten, dass sie dann Zeit verlieren. Und das können sich beide Teams nicht leisten bei einer souveränen Vorstellung von All-Star, von RML, von Independence, von RSR. Also da muss man sehr, sehr, muss man wirklich froh sein über jede Sekunde, die man nicht verschenkt. Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass Marius Baert im Moment deutlich schneller fahren könnte als Maximilian Melamed. Also von daher ist es im Prinzip egal zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ob er nun vor oder hinter ihm fährt. Solange er hinter ihm ist, spart er vielleicht sogar noch ein bisschen Sprit. Also, ja. Aber toll zu sehen, da vorne wird jetzt die VE Corvette, die VE Racing Corvette steht zur Überrundung an. So, ich lasse euch mal für einen kleinen Moment hier alleine. Ich hoffe, der Christoph kommt auch gleich wieder. Weil, ja, sonst zerlegt mir der Kater das Haus hier. Und ja, das ist die Sache nicht wert. Also, kleinen Moment, wir sind gleich wieder da. Ich lasse euch hier auf diesem Duell und dauert irgendwie 2 Minuten. So, da bin ich wieder. Ja, das verschiebt sich das bisschen noch mit dem Interview. So gegen 9 herum. Aber wir haben ja eh aktuell sehr, sehr viel auf der Strecke. Von der Part ist es auch gut, dass es noch ein bisschen verschoben ist. Und hier geben sich Positionen 2 und 3 mittlerweile. Richtig. Immer noch Max Meder mit und Marius Bett. Ist der Lutz überhaupt da? Der Lutz ist eingeschlafen. Auf jeden Fall Andreas Rorschach, Independence, die werden wohl nicht mehr fahren, so wie es aussieht. Stehen schon rundenlang in der Box.
Ah, danke an den Jan. Damit der Kater ruhig ist. Also, ich glaube, das sagt dann einiges. Ja, ansonsten, wir sind über der Halbzeit. Und er ist an der Box. Aktuell. Und da ist der Lutz auch wieder da. Ja. Ja, unser Interview verzögert sich dann noch ein paar Stunden. Also, was Ja, heißt das macht unser? nichts. Macht nichts. Aber es ist eh gerade noch was los, von daher passt Genau, es also das geht eigentlich. aber jetzt hier schon wirklich minutenlang so. Also ich glaube schon wenigstens die letzte Viertelstunde sind die beiden hier eben, ich habe gerade eben mich dazu hinreißen lassen zu sagen, die haben sich arrangiert, so eine Art Nicht-Angriffspakt, wenn es denn möglich wäre, dass sie miteinander reden, aber das glaube ich eher nicht. Aber beide sind, glaube ich, erfahren genug, dass sie wissen, wenn sie hier zu hart fighten, dass das mehr Zeit kostet, als was sie dadurch gewinnen. Also von daher fährt man jetzt erstmal auf Abwarten und guckt, was geht. Und wenn sich eine Gelegenheit bietet, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube nicht, dass Marius Bert dem Maximilian wegfahren könnte. Von daher macht es ehrlich gesagt wenig Sinn, wenn er jetzt hier vorbeifährt. Also Und was ich man. sehr erstaunlich finde, ist, dass wir hier seit Anbeginn um die 90 Zuschauer haben. Momentan 96. Also finde ich cool. Man sollte dazu sagen, es gibt keinerlei Drehbücher. Ja, manchmal wird ja immer gesagt, vor allem wenn spannende Finale sind, mein Gott, da gibt doch ein Drehbuch dazu zum Rennen. Nein! Hier laufen auch keine Schmiergelder oder so, aber ich sehe, dass der Niklas Marx schon im Support-Channel ist. Ja, und da muss ich eben mal hin, weil das muss ich mit ihm checken, dann wird es wieder ein bisschen den lecken. Also viel Spaß dir, ich bin gleich wieder da. Ja. Das heißt, ich habe gleich wieder keine Kamerasteuerung. Machen wir ein bisschen Radio, aber das Duell gibt es ja immer noch. Von daher, Leute, was Schöneres kann gar nicht sein. Rennhalbzeit, gerade rum. Und wir haben immer noch zwei Kämpfe. Da geht es um das Team RML1, was wohl angeblich eine Runde verloren hat, wenn ich das richtig sehe. Denn die sind weit zurückgefallen. Ja, da passiert immer noch nichts. Wir sehen es, die Abstände, die variieren natürlich immer so ein kleines bisschen, aber so richtig vorbei kommt Marius Bert dort nicht an Max Melamed. Und jetzt kommt der Max. Jetzt wird's dunkler. RTM haben wir da jetzt noch, aber das ist ein überrundetes Fahrzeug.
So, jetzt ist der Marius wieder dran, aber er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Oh, Max macht da die Tür zu. Heidewitzer. Aber alles noch fair. Aber die müssen doch irgendwann nochmal zur Box kommen. Das wäre ja was, wenn die beide gleichzeitig reinkommen. Ja, ansonsten, wenn das Vieh mal irgendwann mal gegessen ist, dieses Zweikampf, dann gehen wir auch nochmal die Reihenfolge natürlich durch. Aber wie gesagt, ihr könnt zum Interview kommen. Wenn ihr Lust habt auf ein Interview, dann kommt in den Gästeraum, wo auch Nico ist. Verwundert, bis wir den haben, dauert es noch ein bisschen. Das ist nämlich unser unabhängiger Zuschauer. Der zwar bei der R-Factor-Motorsport-Liga, aber, ja, hat R-Factor so gesehen nur ein, zwei Mal gefahren bis dato, kommt aus dem iRacing-Bereich sonst. Und ich habe eben schon mal kurz mit ihm geredet, schon mal ein bisschen abgestimmt, so, fragentechnisch. Und, seid ihr echt mal gespannt, was ein iRacing-Fahrer zu R-Factor sagt. Mehr sage ich dazu einfach noch nicht. Ja, ich werde gefragt, ob wir auch Musik spielen. Was müsst ihr Lutz fragen? Ich glaube mal eher nicht. Jeden Musikgeschmack würden wir damit eh treffen. Ja, man kann mich übrigens auch im Facebook finden, wenn ihr mich noch nicht habt. Dann könnt ihr darüber auch mit mir kommunizieren, aber auch hier im Teamspeak und oder Skype. Ich sag's immer wieder gerne, alle Wege der Kommunikation stehen euch offen. Nein, meine Handynummer kriegt ihr nicht. So, jetzt ist aber der Marius dran. Also wenn es diese Runde jetzt nicht, dann weiß ich echt nicht, dann haben die sich da untereinander abgestimmt. Mit Sicherheit, jetzt aus, natürlich gesagt. Aber es reicht immer noch nicht. Es ist immer noch unverändert. Wir sind ja schon seit gefühlt fast eine Dreiviertelstunde da drauf. Naja, okay, eine halbe Stunde.
Gibt's jetzt den Angriff? Jetzt gibt's den Angriff von Marius Bett und da ist er auch endlich vorbei. Ja, das war jetzt für mich persönlich nicht. Also ich hab's nicht gedacht, dass es jetzt passiert, an der Stelle vor allem nicht. Und Max Millermet hat damit die dritte Position. So, versucht sich die jetzt aber zurückzuholen, aber auf der alten Standortziel gerade klappt es nicht. So, jetzt ist natürlich die große Frage, kann Marius Bert vorne wegfahren, ja oder nein? Nach gefühlt 3 Stunden gab es denn hier auch eine Veränderung. So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück. Ich weiß nicht, was Herr Christoph die ganze Zeit erzählt hat. Ach, der ist auch wieder da? Ich bin die ganze Zeit schon da. Du hast ja eben das Mikrofon ausgemacht, oder nicht? Nur um kurz zu husten. Ach so, okay. Gut. Ich dachte, aber wir sehen, Marius Bert ist vorbei am Max Millermet nach gefühlt eine halbe Stunde, wo wir drauf waren. Ja gut, weil der Max in die Box gegangen ist. Ja? Ja. Stimmt, der fehlt. Oh, das habe ich erst gar nicht mitbekommen. Also ich habe nur gesehen, ja okay. Steht im Scoring, ist da ein Kreuzchen hinten, in Pit. Ich habe den RD. Sicht ist zu klein auf dein Scoring. Achso. Nee, was mein Scoring kannst du nicht sehen. Nee, du kannst ja den R&D zusammenschieben oder aus dem Bildschirm rausschieben, sodass du nur siehst, was du brauchst. Soll ich dir das wieder kleiner machen, dass du nur den einen Monitor hast? Nein, das passt schon. Okay. So, ja, wie gesagt, Marius Bert, jetzt hat es mal freie Fahrt und es ist natürlich die Frage, der müsste ja jetzt entweder in dieser, ich weiß nicht, ob er jetzt Sprit sparen konnte. Spätestens dann aber in der nächsten Runde müsste er reinkommen. Und das gucken wir uns jetzt an. Oder haben wir hier noch irgendwo was? Was? Nee, sag ruhig. Ja. Oder haben wir hier noch irgendwo was, wo wir auch hingehen könnten? Also ich sehe hier momentan keine Abstände, die... Oh, Frauchen kommt nach Hause. Ich sehe hier momentan keine Abstände, die irgendwie... spannend wären. Deswegen lassen wir das mal hier, weil das ist schon so ein bisschen, naja, eine Vorentscheidung ist übertrieben, aber es ist schon wichtig zu sehen, wie die hier jetzt mit ihren Strategien haushalten. Wir haben ja immerhin kein 24-Stunden-Rennen, sondern ein 12-Stunden-Rennen. So, ich muss mal ganz kurz zum Rapport und bin gleich wieder da, ja? Achso, den Rapport. Jetzt... hatte ich gerade 3 Fragezeichen über meinen Kopf gehabt, aber jetzt ist mir schon klar, wenn das Headset weggelegt wird und der Satzfeld Fräuchen ist da. Okay. So, Marius Bert bleibt aber noch draußen, die Runde. Wir bleiben bei ihm, weil ich denke mal, dass er jetzt nicht so noch reinkommt. Ich würde es wundern, wenn er jetzt noch länger fahren kann, dass er jetzt durchs Windschattenfahren jetzt doch so viel gespart hat. So. Das war ein schneller Report. Daniel, soll ich dir das jetzt hier über den Stream beantworten? Die hatten beide eine Runde nicht gerettet bekommen. Also hat sich mein Fall dann behauptet, dass bei RML1 eine Runde nicht gerettet wurde. Ja, ist sogar noch mehr gewesen, die... Eigentlich hätten die, fehlen denen 2 Runden. Also, plus das kann nicht sein. Also 2 Runden kann nicht sein, aber die haben tatsächlich zwischen, da lagen 6 Minuten zwischen den beiden Runden. Zwischen 2 angegebenen Runden. Und das war tatsächlich so. Und das Gleiche war auch bei Independence, aber da waren es 4 Minuten, die sie für eine Runde hatten und deswegen haben die eine Runde dazu bekommen. Aber wenn ihr in die Penalties schaut, steht die Begründung dahinter. Das heißt, ihr könnt das lesen da, das trage ich dann immer ein. Independence GT1 hat aufgegeben, fährt nicht mehr, da ist auch keiner mehr vom Team da. Ja, das ist aber schon länger her. Ja,
Ja, wir hatten nur die Zeit, es zu erwähnen. Ja, ja, ich hatte es erwähnt schon. Okay, nee, die hatten tatsächlich einen zweiten oder einen dritten Disconnect, ich weiß es nicht genau, und haben dann aufgehört. Zumal der Andi Roschak auch die ganze Zeit alleine gefahren ist. Ich weiß es nicht. Was? Jetzt kommt Bert rein und jetzt würde ich gerne... Ich war gerade noch einen Satz zu Ende erzählen. Entschuldigung. Ja, aber Bert kommt rein, da hast du recht. Aber wichtig war das nicht, was ich da erzählt habe. Aber das Ding sieht echt aus wie ein Bahnhofsgebäude, oder? Also, oder Schule oder was auch immer. Ja. Ja. So, und jetzt wird wahrscheinlich Ronny Hennel das Ganze übernehmen. Aber wir gehen zu Max Milamed, um zu schauen, was der da treibt. Ja, beziehungsweise wer besser war in Sachen Boxenstops. Denn der Max, ja, sie war waren ja schon nun mal sehr, sehr dicht hintereinander. Das heißt, eine Sekunde Unterschied und der andere ist vorbei. Frage, wie frei die Fahrt von Max war. Marius ist immer noch an der Box. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Kommt durch. Bert bleibt vorne, so wie es aussieht. Ja. Milamed dahinter. Und wenn ich das hier richtig sehe, sind das ein paar... Ja, das ist... ein bisschen gewonnen hat er beim Boxenstopp. Der Marius Bert, würde ich meinen, oder? Ja. Ja. So, jetzt hat man wieder einen kleinen Hänger hier. Das bedeutet, da ist wohl wieder irgendjemand gejoint. Genau, da gab es einen Disconnect. Irgendwas habe ich gesehen. Independence GT3, kann das sein? Zumindest sind sie jetzt in der Box. Nee, RML. Ja, und der Christian Lehmann ist auch bei uns. Hallo Christian, erstmal. Ja, da. Was war das jetzt hier? Wart ihr draußen? Disconnect, ja. Ja. Bei Robin waren auf einmal alle Autos weg. Und ja. Mensch, aber auf Platz 7 geblieben, also... Erstmal jetzt keine großes Desaster. Naja, wie man sieht, jetzt, ne? Wo wart ihr jetzt vorher? Wenn die Boxenstops bereinigt gewesen wären, auf 2. Naja gut, jetzt fahrt er ja wieder mit dem frischen Auto los. Aber ihr habt ja kurz vorher schon gestoppt, ne? Ne, das ist glaube ich schon ein paar Minuten länger. Ich war jetzt mal gerade für eine halbe Stunde AFK. Mhm. Und dann kam das erst mit den zwei Runden, wo der Niklas eben bei dir war. Das habe ich jetzt aber auch noch nicht so genau mitgekriegt und wollte ich jetzt nochmal kurz telefonieren und dann sehe ich auf einmal, dass der Robin immer weiter runter und dann, ja. Ja. Schicksal halt, ne? Naja, gut, gut. Aber wir haben ja noch ein paar Stunden. Alles klar. Ja, ich hatte es nur gehört im Stream, da wollte ich nur sagen, dass der Disconnect war. Gut. So, wir sind jetzt in alleine. Der Phase, wo R-Faktor die schönste Grafik bietet, definitiv. Nämlich in der Dämmerung. Da sieht das alles noch ein bisschen schicker aus. Oder überhaupt mal ein bisschen schick. So. Ja. Aber uns geht's ja, wie man so schön sagt, wenn man keine hübsche Frau abbekommt, es geht ja um die inneren Werte. Und genauso ist es hier im Simracing. Also, solange man noch erkennen kann, dass man hier mit Rennautos auf einer Rennstrecke fährt, ist alles gut. Rein optisch. Boah, was ein Lichtkegel hier. Sieht man das eigentlich auch im Rückspiegel so bei den anderen? Ja, Christian, erzähl mal ein bisschen. Heute der ist gar nicht mehr da. Der ist schon wieder weg, oder was? Ja, der hat auch gesagt, er wollte das eigentlich nur kurz Bescheid sagen. Ah, okay, und dann... alles klar. Aber da er ja den Stream schaut, wird er gleich mit Sicherheit wieder kommen. Ja, nee, muss, also wie gesagt, war jetzt ja nur, ich wollte ihn ja wenigstens hier nicht einfach abgewürgt haben. Ja. Ja, tolle Sache, aber so wie es aussieht, sind die beiden wieder ganz dicht vereint. Milamed ist wieder ran an Bert. Und da frage ich mich, wie der so schnell
so viel aufholen konnte. Haben wir ja jetzt irgendwas verpasst? Gute Frage, also ich weiß nicht. Vielleicht beim Überrunden kann ja alles passieren. Mhm. So, jetzt eventuell? Nee, das wird reichen. Doch, das reicht. Ja, das reicht schon. Also der ist hier deutlich zügiger unterwegs. Also nicht nur, dass er den Riesenabstand, was heißt Riesenabstand, aber den Abstand von 3-4 Sekunden relativ zügig zugefahren hat, sondern er geht hier auch locker flockig vorbei, wenn wir uns daran erinnern, wie lange Marius Bert eben gebraucht hat, sich da vorbei zu überholen. Ging das doch jetzt raus. Das sollte er aber rückgängig machen. Ja, aber wo ist er? Upsala, was ist das jetzt? Und da ist er weg. Fährt er sofort wieder raus? Was ist das denn jetzt gewesen? Da müssen wir jetzt mal direkt ins Log gucken. An der Stelle gedreht und am Auto war ja eigentlich soweit nichts Schlimmeres kaputt, außer halt der Dreher gewesen. Komisch, aber RML Racing Team 1, Robin Hasse haben wir jetzt bei uns. Wunderschön. Fragezeichen, aber guten Abend, Robin. Guten Abend. Hi, Robin. Hallo. Robin, Disconnect haben wir erfahren. Was ist da genau passiert? Einfach 24H oder, wir haben es gar nicht so mitbekommen. Mir ist das erst aufgefallen, indem ich, keine Fahrer mehr sah. Und da war mir halt schon klar, dass ich Disconnect habe. Niklas ist dann sofort, hat sich dann beeilt und ist dann sofort wieder auf den Server gegangen. Okay, ansonsten, ihr lagt ja, was Christian ja gesagt hat, boxenbereinigt auf Position 2. Genau. Da hinten ist auch Niklas, haben wir gerade im Bild. Wie viel habt ihr jetzt circa verloren? Weißt du das schon ungefähr? Knappe Minute, ne? Ja, also wir sind jetzt auf P7 und haben halt 5 Plätze verloren, aber sind ja noch ein paar Stunden vor uns und versuchen wir halt noch das Beste. Genau. Du müsstest mal ein bisschen näher ans Mikrofon kommen, du warst eben schön laut, jetzt bist du wieder sehr leise. Mein Mikrofon ist kaputt, deswegen. Ah, okay. Deswegen bin ich halt so leiser zwischendurch. Mhm. Ja gut, ihr seid zumindest noch in derselben Runde mit den Führenden. Ja, aber es ist etwas über eine Minute, wenn ich das jetzt so zusammenrechne, die Abstände, 1,5 Minuten ungefähr. Und das wird jetzt nochmal eine heiße Aufholjagd, ne? Auf jeden Fall, ich war ja erst kurz davor noch in der Box, hab meinen Boxenstopp abgesessen und sehr schade halt und ärgerlich. Ja. Ich war gerade dabei, auf den Micha aufzuholen und sah eigentlich sehr gut aus. Ja, alles gut gegangen. Erzähl aber, weiter. Aber ist ja leider so, da passiert Disconnect und kann man halt nichts machen. Ja. That's Racing. So. Ja, das ist tatsächlich, That's Racing. Aber da kann man da tatsächlich zu sagen. Vor allem, wenn ihr gerade vorher einen Stopp gemacht habt. Ja. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich auch jetzt hauptsächlich die Zeit, die euch jetzt verloren gegangen ist. Also, wenn ihr normal zum Ende eurer Stints den Disconnect hättet, dann fahrt ihr mit dem vollen Auto wieder los. Wir müssen da sicherlich nochmal dieses gesamte Handling jetzt hier überdenken. Das gibt zu viele Ungereimtheiten. Aber die sind Gott sei Dank einigermaßen nachvollziehbar. Also von daher ist es nicht ganz so dramatisch wie zum Beispiel auf der Nordschleife, wo wir gar nicht mehr durchgeblickt haben. Ja, Robin, nichtsdestotrotz, geht's noch in die Top 3 oder ist es eher unrealistisch? Also, ich gebe die offen nie auf, also es kann immer noch was passieren. Also
Ja, ist halt eine Minute Rückstand, wie du schon gesagt hast, aber ja, wir versuchen halt jetzt alles rauszuholen aus dem Auto, was geht. Und ja, am Ende des Rennens wird abgerechnet. Ja, werden wir sehen. Also, mein Lieber, dann drücke ich euch die Daumen. Jo, dankeschön. Und dann gucken wir mal, was dann geht. Ich meine, okay. Ihr habt ja leider Gottes das erste Rennen eine Nullnummer gefahren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt angetreten seid in Spa mit dem Einser-Team. Ansonsten selbst noch, ihr habt euer Streichergebnis eigentlich hinter euch. Das heißt, ihr müsst jetzt heute und auch auf der Nordschleife ordentlich Punkte machen, wenn ihr noch irgendwie eine gute Platzierung wollt. Ja. Also, toi toi toi. Dankeschön. Und noch viel Spaß beim Kommentieren. Ja, den haben wir immer hier. Tschüss. Alles klar, danke. Ja, so sieht das aus hier. Und wir sind jetzt hier momentan beim zweitplatzierten Team, nämlich Allstar. Hier mit Micha Reiter im Moment. Und jetzt werden wir mal gucken. Die haben ungefähr 25 Sekunden, 26 Sekunden Rückstand auf Independence, die momentan führen. Allerdings hat Independence bisher einen Boxenstopp weniger. Und aber auch Independence GT3 mit Andreas Leikam haben einen Boxenstopp weniger als der Rest der Top 7. Ja, da müssen wir mal schauen. Genauso GP Racing auf Platz 8 hat auch nur 6 Stops bisher. Die anderen haben alle 7 in den Top 10. Ja, nicht schlecht, das Ganze. Also, ich meine, trotz der Unregelmäßigkeiten hier bei den Disconnects, denke ich mal, haben wir trotzdem hier ein gutes Rennen bisher. Ohne diese Merkwürdigkeiten, die wir in Daytona hatten, irgendwie Autos auf die Strecke gestellt und. So, und hier sehen wir jetzt mal, hier sehen wir eben gar nicht, sondern Max Millermeth hat ja hier. Ja, ich gehe, Frank will Support. Ich gehe mal eben in Support. Ja. Ja, ansonsten Leute, das könnte man noch so berichten. Wie gesagt, Interview könnt ihr mal wieder kommen, einfach rein. Beziehungsweise im Warteraum. Und dann ziehen wir euch. So, ich kann auch gerade nichts machen in Sachen Kamerasteuerung. Aber das kriegen wir schon hin. Thank you.
Ja, möchte denn irgendeiner zum Interview kommen? Ich weiß nicht, von welchem Team hatten wir noch gar keinen zum Interview? LSF zum Beispiel, Online Motorsport, RA. SRC, VE, Wildcraft. Three Ride hatten wir auch noch keinen. Dog Racing. Also, ihr könnt ruhig kommen, wir beißen nicht. Also, ich zumindest nicht. Aber jetzt sehen wir es, also nicht, dass es jetzt leckt bei euch, weil er bloß was am machen ist, aber jetzt sehen wir schon, dass es auch deutlich dunkler wird. Wir haben es jetzt gleich 19 Uhr. Und jetzt sieht man es richtig schön, dass es dunkel wird, so langsam. Okay. Gut.
oben im Support-Channel geht gerade so einiges ab. Also zumindest sind da mal direkt drei Leute. Aber es wird schon alles seine Gründe haben. So. Ich erweitere Vorsprung 26 Sekunden aktuell. So, jetzt sind wir bei Janska. Drauf GTR30 Willcraft. Da bin ich mal gespannt. Also aktuell leider nichts los. Auf der Strecke, dass alle soweit ihren siebten Boxenstopp gemacht haben, das könnten wir euch noch sagen, ja. Braun Deck, wir sind zu weit raus gewesen. Und das war ein Positionskampf, oder ist ein Positionskampf wohl besser gesagt. Also, perfektes Timing. Aber ich denke mal, Potschka wird da wegfahren, oder? Ja, aber wenn er weiter so weite Linien fährt, dann... Potschka macht die Tür zu und... Die Racing geht vorbei. Jetzt gibt's die Kollision. Das war unnötig. Also da hätte irgendjemand zurückstecken können. Ich kann leider nicht ins Replay gehen. Aber wir haben es gesehen. Verbremst hat sich Kevin Braun oder Sebastian Deck und ja, Teil 1 der Kurve ging noch gut, aber Teil 2 dafür nicht mehr.
Da haben wir Witchwood. Ja, es ist das Probe, wenn man nicht umschalten kann, dann kann man auch nichts kommentieren und ja, aktuell ist auch gar nicht so viel los auf der Strecke. Muss man leider auch dazu sagen. Also ab jetzt ist eigentlich so die Zeit, ja, wo es eher so ruhiger wird, aber dafür so in 2-3 Stunden könnte es eventuell nochmal wieder spannend werden. Witchwood kommt aber jetzt aber dran an Will Graff. So, jetzt geht Jens Potschka auch an die Box. Bleiben wir auch da erstmal. Ah, die Box ziemlich am Ende. Thank you.
So, dann sehen wir auch mal, wie lange so ein Boxenstopp denn eigentlich dauert. Das ist schon so eine kleine... Ja. Oder geht's auch schon weiter? Dann sind wir mal gespannt. Ich guck jetzt gerade nochmal, ob wir... Ja... 2 und 3 Rewrite und Independence GT2 könnte eng werden. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal. Lutz macht ja gerade nichts. Schalten dort mal hin. Ach, Sebastian, das habe ich schon gesehen, aber danke nochmal für den Hinweis. Ich muss, wie gesagt, immer warten, bis Lutz fertig ist mit den Steuern der Kamera. Beziehungsweise, was er da auf einen seinen drei Monitoren so macht. Da muss ich, wie gesagt, immer ein bisschen warten. Aber ich hab's gesehen und da sehen wir die beiden auch.
Aber von den Rundenzeiten her müsste sich das für ganz klar Ronny Hähne ausgehen. Also 0,7 Sekunden schneller gewesen in der letzten Runde als Marius Baird. Da sind wir mal gespannt. Und jetzt ist der Lutz auch wieder da. Ja, ja, das ist schon wirklich strange hier, was wir hier haben. Wir hatten eben einen mit Simone Porcu und wo sind die jetzt eigentlich? Chiarini mit Witchwood Cool gab es ein Problem. Die haben Escape gedrückt und waren nach 15 Sekunden wieder auf der Strecke. Das heißt, der zweite Fahrer ist innerhalb von 5 Sekunden gejoint. Das muss abgesprochen gewesen sein. Wenn das so war, wir müssen jetzt noch gucken, ob die vorher einen Unfall hatten. Das können wir leider nur in der XML sehen. Wenn das so war, werden die disqualifiziert. Definitiv. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, dass jetzt hier sowas... aber gut, wir wollen das jetzt nicht vorverurteilen. Es war jetzt blöd von mir, das jetzt hier zu sagen. Aber gut, mir geht es nur darum, dass die anderen Teams wissen, wir haben das im Blick. Es gibt Situationen, die sind nicht sofort erklärbar. Dazu brauchen wir die XML. Und die kriegen wir allerdings erst nach dem Rennen. Also von daher bitte habt den... Oh, was macht denn der Hähnel hier? Ja, Kampf um Position 2 ist es hier. Ja, und der geht richtig gut hier, der Hähnel. So, es ist jetzt 19.14 Uhr. In echt hier ist es dunkel. Naja, noch nicht ganz, aber ich glaube, wir kommen schon so, wir liegen heute wirklich fast in Realtime hier auf der Strecke. Also bei mir ist es schon duster, ganz duster. Nö, also der Himmel ist noch nicht schwarz, also er ist noch, ja. Also wir sind hier sicherlich noch nicht ganz so weit, aber ja. Also wenn ich aufs Fenster rausgucke, ist es duster bei mir. Ja, du wohnst ja auch irgendwie im Wald, da gibt's keine Resthelligkeit mehr. Ach, das ist gar nicht. Aber innerlich einer Zeitzone soll ja auch noch kleine Zeitzonen geben, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja. Sollen aber nur immer 2-3 Minuten Unterschied sein. Ja. Kiefernmeer, Sandmeer, nichts mehr. Ja. Genau, das sagt man doch bei euch. Ja. Hör ich zum ersten Mal. Echt? Ja. So, Ronny Hähnel jetzt versucht sich hier die zweite Position zu holen. Ist natürlich ein sensationell geiles Rennen für Independence mit 60 Kilo, aber das haben wir ja auch von Richwood gesehen in Daytona, die ja auch da richtig gut unterwegs waren. Und die sind hier momentan auf Platz 9. Das würde bedeuten, dass sie für den 9. Platz deutlich mehr Punkte bekommen als Independence GT2 in Daytona abgefasst haben. Natürlich würde jetzt Independence vorne bleiben, aber sollte Independence auf der Nordschleife ablosen,
aus irgendwelchen Gründen, weil sie jetzt zum Beispiel nochmal 30 Kilo draufkriegen, dann werden die nämlich damit 90 Kilo unterwegs, dann müssen sie mindestens in die Top 5 fahren, so denn Witchwood da vorne rumfährt, um ihre Meisterschaftschancen zu wahren. Also das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da werden wir noch einiges an Rechnerei haben, dann auf der Nordschleife, 24 Stunden. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Johann fährt wieder. Jetzt gehen wir mal. Ich werde mal schauen, ob ich den. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht noch in irgendeinem anderen Team und ich habe den richtigen angestupst. Ja, so, wie sieht's aus? Wir wollen mal ein bisschen was erzählen hier vom Rennen. Allstar führt momentan vor Three White Motorsport und Independent Sim Racer. Nun muss man allerdings dazu sagen, wir sehen die beiden hier, das ist Position 2 und 3. Allstar ist man gerade, ja, 25 Sekunden in Front. Also alles ganz, ganz eng. So, nochmal, ja, 37 Sekunden hinter Independence, hinter Platz 3 fährt GRL XF1. Dahinter RML Team 1. Und RSR Gaming. Die sind alle in einer Runde, genauso wie GAL XF3. Auch die sind noch in der Führungsrunde. So, dann haben wir die Independent Sim Racer GT3 mit dem Sascha Siegert hier momentan auf Platz 8. Auf Platz 9 Witchwood Racing, auf der 10 Racing Association. Platz 11 für GP Racing, Platz 13 für Wilcrave, Platz 14 für RML, Team 3, LSF Racer auf der 14, auf der 15 GAL XF Racing, auf der 16 RML Racing Team 2, RTM Racing auf der 17, Online Motorsport auf der 18, Sim Racing for Holland wieder in der 19, auf Position 19 angekommen. SRC, SRKS, Fahrgemeinschaft auf der 20, auf der 21 Racing Association. 1 auf der 22 Witchwood Cool, auf der 23 VE Racing, auf der 24, Quatsch, auf der 23 Dock Racing, auf der 24 VE Racing, Flatspot Racing 25 und leider ausgefallen Independent Sim Racer auf der 26 Broadcast Team, auf der 27 und auf der 28 Lazy Man Racing. Also drei Teams sind hier momentan raus. Wir haben höchstwahrscheinlich ein bisschen was hin und her zu rechnen am Ende, aber ich glaube im Großen und Ganzen, es gibt eine Situation, da ist tatsächlich Race Control gefordert. Das sieht sehr nach einem versuchten Murks aus, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Kann aber auch sein, dass das andere Umstände hatte, von daher lass mal spekulieren darüber. Und natürlich die Teams hier, die einen Escape hatten, auf der Strecke, das muss jeweils untersucht werden. Aber ich denke, das ist machbar. Wir haben alle Dateien aus dem Logfile. Ich habe hier diverse Sachen schon sehen können. Die sind erklärbar und da wissen wir in etwa, was korrigiert werden muss. Sicherlich vielleicht nicht auf die Zehntel genau, aber sekundengenau dürfte das funktionieren. Und wenn wir hier nicht das Closest Finish aller Zeiten haben, dann sollte es gehen. So, gucken wir mal hier so ein bisschen durch. Da haben wir nämlich das Team von RSR, die eigentlich immer einen saugeilen Job machen, die Jungs.
Leider ist der Gabriele immer ein bisschen heißblütig. Wenn mal was nicht nach Plan läuft, dann muss man dann immer mit ihm diskutieren und das ist nicht ganz einfach. Wo fährt er denn lang hier? So, Jörg Vogel kommt jetzt hier gerade aus der Box. So, wir haben einen neuen Interviewgast, Lutz. Mhm. Independent Sim Racer GT3 Manuel Hähne, wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich grüße euch, hallo. Na. Hi. Ihr Wir sind da oben. Ja, einwandfrei. Einwandfrei. Ja, wir haben also, ja, wir sind im Soll, nicht? Ihr seid im Soll, das kann man so sehen. Position 7. Weil, ich hatte mal gedacht, nicht? Wir wollen ja gucken, dass wir, um das jetzt hier mal, warum das dritte Auto überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben ja Anfragen gehabt, ne, ob wegen Fahren und so bei uns im Team. Und da ich ja definitiv zu langsam bin für den Ronny und für den Sebastian, habe ich dann gesagt, okay, ich kümmere mich mal drum, ob wir was Adäquates bekommen, halt vernünftige Fahrer. Und da bot sich halt der Sascha an, weil den Sascha kenne ich lange genug, schon über etliche Jahre. Wir kennen uns persönlich und bei ihm im Team war nicht alles Gold, was glänzt. Und naja gut, und dann habe ich gesagt, wenn du Lust hast, kannst du gerne mitfahren. So. Ja, und der Andreas Leikam, den kenne ich ja auch noch von früher. Und ja, und auf einmal hatten wir die zwei Mann, die wir benötigen, um halt die mit ins Team 2 zu schleusen. Mhm. So, Team 3? Ja, nein. Achso, okay. Ist ja, ja. Ich muss ja so sagen, es ist ja im Prinzip jetzt hier eine Sichtungsfahrt, um ob die zwei denn überhaupt geeignet sind. Ich meine, du kennst den Anspruch, den der Ronny und der Sebastian hegen und haben wir gesagt, okay, die fahren 12 Stunden so grundsätzlich alleine. Und haben wir gesagt, okay, dann gucken wir, ob wir noch ein drittes Auto kriegen, um dann halt zu sehen, dass die Jungs halt, von meiner Warte her war das klar, dass die sind schnell, die zwei, die sind sehr gut, sehr konstant, wie man auch sieht, machen einen mega Job und ja, so ist das dritte Auto zustande gekommen. Ja. Ja, und natürlich vielleicht noch mit dem kleinen Hintergedanken, mit ein paar Punkte zu klauen. So. Weil was ja legitim ist halt, nicht? So. Ja. Ja, aber man muss wieder sagen, ja, das gelbe Auto ist schon öfters aufgefallen heute, glaube ich. Aber ich sage da auch nichts zu. Ja, nee, brauchen wir auch nichts jetzt zu sagen. Also ich habe auch Situationen gegen das gelbe Auto gesehen, die waren nicht sauber. Also das müssen wir tatsächlich dann, da muss ich die Proteste abwarten und dann werden wir das... Nein. Ich glaube, da ist mittlerweile so ein gewisser, wie du mir, so ich dir entstanden. Und dann müssen wir mal schauen, wie das zu klären ist. Genau. Ja, Wir werden natürlich keinen Protest schreiben, aber weißt du, wenn so ein Piccolo... Ja doch, ja gut, also wenn er keinen Protest schreibt, dann wird sich auch nichts ändern, ne? Ne, wenn der Piccolo aber bevor er in die Box reinfährt und weiß genau, er macht einen Fahrerwechsel, dem Sascha nochmal in die Seite fährt, ja, absichtlich, dann weißt du schon Bescheid. Ja, das ist schon mal sehr mit Vorsicht zu genießen, aber wir haben ein, zwei Situationen gesehen, die waren nicht sauber, das ist keine Frage und ich werde einfach... Da brauchen wir jetzt auch öffentlich nicht drüber diskutieren, weil das ist immer so ein bisschen... Hat immer so ein bisschen Beigeschmack und lass das, schreib die Proteste und dann gucken wir uns das an und dann wird das auch entsprechend bestraft. Das ist immer nur schade. Ich meine, die haben das normalerweise nicht nötig, nicht? Nee. Vom Fahrerpotenzial haben die das nicht, aber sehr wahrscheinlich geht da die italienische Mentalität mit den... Ja, das ist so ein bisschen schon auch zu sehen. Ja, das würde ich auch so sehen. Auch wenn man mit den Leuten spricht, so, das ist tatsächlich so. Und ja, aber nichtsdestotrotz. Nein, wir haben also, wie gesagt, unsere Strategie ist natürlich sehr, sehr gut, ne, wie ihr auch schon festgestellt habt. Ja. Wir sind sehr zufrieden. Ich meine, zum Ende des Rennens hin wird man dann halt sehen, wie gut unsere Strategie ist. Ne. Ich meine, Ronny ist momentan auf 2, macht der Tür auch wieder heute, der reißt am Lenkrad. Ich darf gar nicht erzählen, wenn ich hier einen Film drehen würde, ihr würdet das gar nicht glauben, was der hier veranstaltet, wie der da auf seinem wie der auf seinem Equipment rumkloppt, weil er ist das ist schon klar. Der ist unzufrieden. Man sitzt doch hier. Ja, der ist schnell, aber ist unzufrieden. Das ist ja das, wenn ich verstehe. Ne? Also andere Leute werden das, ne, aber der kloppt da, und naja gut, egal. Das ist, ne, ist halt Ronny und junge Burschen, die müssen sich erstmal ihre Hörner abschaben, aber Wurst. Ja, also wie gesagt, nö, es ist, macht uns allen Spaß. Sascha fährt gerade, der Andreas ist bei seinem Vater um Geburtstag eingeladen, der
muss mal eben ein Würstchen essen gehen, ein Östchenales, ne, da ist noch übelst am Sechseln, der Andreas noch. Mhm. Aber ist ein guter Kerl. Nein, das macht viel Spaß mit den Jungs und das Team ist sehr gut aufgestellt. Na gut, GT1 ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen wieder mal. Aber wir sind gut aufgestellt. Was war denn bei dem Andi? Das würde mich mal viel mehr interessieren. Das Problem ist... Der hat irgendwie zwei Disconnects hintereinander gehabt. Ja, das Problem ist, ihm sind die Pedale ausgefallen. So. Ah. Dann war aber alleine im Channel. Was heißt, der Christian Stenzaller war zwar mit im Channel, aber war nicht anwesend. So, also war er alleine. Das war halt klar. Ne? Escape drücken vom Server und Pedale wieder neu kalibrieren und wieder rein. Und dann hat er sehr wahrscheinlich wieder einen Ausfall gehabt. Ja, genau. Das ist halt etwas schade, ne? Dass das Team 1 in der Form nicht so zusammenhält, als wie jetzt GT2 und GT3, aber ich denke mal, das werden wir auch noch hinkriegen, aber sonst haben auch die einen guten Job gemacht, muss man so dazu sagen. Ne? Die waren richtig gut unterwegs, ja. Na, mit der Graupe, mit dem die da fahren, das ist echt übelst, ne? Und da noch gut vorne mitzufahren, zumindest unter den ersten 10, das ist schon eine gute Geschichte. Nee, die waren echt gut unterwegs, ja. Ja, so ist das, ja. Ja, wie gesagt, es ist eine tolle Veranstaltung heute wieder, macht wieder sichtlich allen Spaß, glaube ich, nicht? Ja, es ist ein nettes Rennen bisher. Also wie gesagt, wenn man noch die komischen Zeiten noch auseinander dividiert kriegen, da bin ich mir aber sehr sicher, weil ich habe das eigentlich schon alles hier auf dem Zettel, dann haben wir eigentlich wirklich ein gutes Rennen und erstmal müssen wir nochmal das Finale abwarten. Also wenn das jetzt auch nochmal verdammt eng wird und danach sieht es ja momentan noch sehr aus. Ich meine, Three White ist 3 Sekunden hinter euch. All-Star, die ersten 3 sind oder ersten 4 sind mehr oder weniger durch den Boxenstopp auseinander. Also das wird nochmal richtig spannend. Ja, ich sag ja, am Ende ist halt das, ne? Wenn du mal so siehst, wie viele Runden All-Star zum Beispiel fährt, mit was für einem Motorprogramm, die werden mit Sicherheit nicht das Motorprogramm fahren, das wir fahren, weil die 4 früher in die Box gehen. Ich glaube, die gehen seit 2 Runden oder sogar 3 Runden früher in die Box als wir. Die haben schon insgesamt einen Boxenstopp mehr und sind auf Platz 3. Ja. Ja, so, und das rechnet sich dann hinterher aus, nicht? Und da muss man sehen. Muss man dem Sebastian schon mal im Vorfeld ein großes Kompliment machen. Weißt du doch noch gar nicht. Weißt du doch noch gar nicht. Vielleicht ist ja All-Star mit den mehreren Boxenstopps am Ende schneller. Das werden wir sehen. Das wissen wir 2 Stunden vor Schluss, aber jetzt noch nicht. Ja. Du weißt das noch nicht, nein. Genau. Ich meine, zu wünschen wäre es denen auf jeden Fall, weil die Kacke, die die hatten in der letzten Zeit, zu wünschen ist es denen auf jeden Fall. Wenn ich es einem wünsche, außer uns, dann natürlich All-Star, außer Frage, nicht? Ja, so ist das. Nee, alles tut doch alles. Sehen, ne? Ja, alles tut doch alles, Barbene. Ich muss runter dem Sascha ein bisschen Händchen halten, weil der ist allein im Channel. Und komm später vielleicht nochmal rein. Macht's gut, bis dahin. Arrivederci. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, ist denn der Christoph noch lebend? Weil der war vorhin schon kurz weg, aber ich glaube, der ist da erstmal privat eingespannt, ist aber völlig in Ordnung. So, wir gucken mal hier wieder, das wird hier langsam spekulativ, vor allem haben wir jetzt hier den Sascha Sieger, der jetzt relativ dicht dran ist an Niklas Maxin. Mal gucken, ob er hier noch was reisen kann. Der Gute. Ja, aber Three White momentan an der Box und damit jetzt erstmal wieder durchgereicht. Auf die 4. Position, somit führen nach wie vor noch Independence. Das haben sie ja eben schon getan, aber wir werden mal gucken, wann die in die Box kommen. Also momentan GRL, XF und Independence mit jeweils 7 Boxenstopps. Die anderen haben alle schon 8. Und Independence GT3 auf Platz 7 hat auch nur 7 Stops bisher. Also das werden wir dann sehen, was da am Ende bei rumkommt.
Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Klar, jeder rechnet sich da was aus und weiß, okay, am Ende muss ich da, was weiß ich, nicht mehr stoppen oder nur noch mal ganz kurz und die müssen länger oder was auch immer. Da kann aber so viel passieren in der Zwischenzeit. Das muss man sehen. Was halt wirklich mich sehr, sehr freut, dass mittlerweile alle Fahrer eigentlich mehr oder weniger hier ja, der Rennsession einmal beigetreten sind und wir hatten keinerlei RFM-Mismatches. Das heißt, die Ankündigung dessen, was passiert, wenn hier einer nochmal mit RFM-Mismatch kommt, hat hoffentlich gewirkt oder man hat sich einfach von sich aus etwas besser vorbereitet. Also, das ist sehr, sehr erfreulich. Server läuft mega stabil bisher. Wenn Christoph das gesagt hätte, würde er jetzt wahrscheinlich abstürzen. Also machen wir mal. Genau. Knock on wood. Und also bisher, wie gesagt, bis auf die 3-4 Sachen, die wir bis jetzt hier beobachtet haben, die nicht sauber laufen. Also da müssen wir tatsächlich nochmal das ganze Timing überdenken mit den Strafen oder Nichtstrafen. Aber ja. Denk mal, insgesamt ist es für die Spannung im Rennen ist es, glaube ich, sehr vom Vorteil, diese zusätzlichen Strafen wegzulassen. Natürlich hat man da zwei Meinungen. Das ist ganz klar, weil man kann diese Disconnects, dieses Escape drücken, wie auch immer, auch mit einem schweren Unfall gleichsetzen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist hier auch wirklich nur ein Test. Und ich hatte den Marcel gebeten, das mal so einzurichten. Und wir werden schauen, was wir zukünftig da tun. Im Prinzip muss ja eigentlich nur wirklich jeweils, egal wo die sind auf der Strecke, eine Runde abgezogen werden und alles ist gut. Plus die Zeit des Rejoins. Und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Ja, wir werden sehen, was da geht. Ich hoffe, Marcel kommt dann nochmal irgendwann zurück. Der ist jetzt gefahren, der macht erstmal wahrscheinlich Abendbrot und ja, was auch immer. Ich hoffe, wenn er dann zurückkommt, liest er meine Message und ja. Und dann werden wir das mal besprechen. So, ich glaube aber, wir müssen abbrechen. Fällt mir da gerade so ein. Ja, wir machen dann ja, genau, wir sind genau in der Zeit. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Break und wir hören uns in wenigen Sekunden wieder.